Hallo, in diesem Video möchte ich auf einen Anschluss eingehen, der schon lange Zeit in HiCard ist, jedoch leider immer wieder vergessen wird. Das heißt, unter dem Bereich Metallbau oder Fassadenbau habe ich hier die Möglichkeiten, unterschiedliche Anschlüsse zu machen, zum Beispiel Pfostenriegelklinkungen, Pfostenstöße und in diesem Fall Befestigungskonsolen. Und leider Gottes wird diese Befestigungskonsole immer wieder vergessen. Ich möchte hier einfach mal zeigen, das heißt, ich wähle den Befehl an, sage in diesem Fall, welches Profil ich hier anschließen will. Ob das hier ein Pfosten ist, ein Formrohr oder ein Träger, das ist völlig egal. Ich kann jedes Art von Profil hier anschließen. Ich möchte das an den Betonbau anschließen und hier fragt mich HiCard noch ab, einen Punkt angeben. Das heißt, der Punkt, den ich angeben will, ist hier dieser Punkt, von dem alles ausgehen soll. So. Wenn ich hier diesen Anschluss anschaue, habe ich hier natürlich die Möglichkeit, wieder wie gewohnt die Vorschau zu definieren. Und man sieht hier, dass ich hier gleich mal von diesem Punkt zum Beispiel auf 150 runtergehen möchte. Das heißt, die Konsole wird mir hier nach unten geschoben. Ich kann hier wie gewohnt meine Werte natürlich editieren, meine Verschraubungen am Profil oder am Anschlussteil. Das heißt, am Profil möchte ich hier zum Beispiel in die X-Richtung oder in Y-Richtung möchte ich hier nur eine Verschraubung haben. Mit der Vorschau kann ich hier das natürlich jederzeit wieder aktualisieren und kann hier auch die Werte ändern. Was hier natürlich noch möglich ist, die Schweißnähte zu definieren, ob ich diese einbauen möchte oder nicht, oder die Bleche. Welche Bleche möchte ich haben? Hinter die Platte möchte ich zum Beispiel auf ein 10er Blech haben und die seitlichen, sprich also C soll 10 sein und in diesem Fall A 5 reicht mir. Mit OK kann ich dies jederzeit abändern und habe hier auch sofort meine Konsole fertig. Das heißt, ich werde mir nur diese Konsole mal anzeigen. Das wäre hier zum Beispiel eine automatisierte Konsole gewesen, die ich jederzeit editieren und ändern kann, wie ich es möchte.